macht, nochmal der Hinweis, ganz dringlich geschreddert, ja, das ist, weil das Schredden ist für uns wichtig auch, weil es auch brauchbar ist für Firmen, welches Image installiert wird und wie der Hostname dann intern wird. Und wenn ich jetzt auf OK drücken würde, würde der das auf die Festplatte hier installieren und mir das dann auch, das Dateisystem, das entstanden ist, auf die Größe der Festplatte bringen. Das ist ein Schritt, der wurde früher auch händisch gemacht mit einem Programm namens GParted. Das machen jetzt die Skripte auch automatisch, auch das Concrayer macht das komplett automatisch. So, wenn ich jetzt drücken würde, würde das auch machen. Aber ich zeige jetzt direkt nochmal die andere Version, die wir haben. Und zwar hatten wir dann überlegt, geht ja vielleicht noch einfacher zu bedienen. Den verwende ich tatsächlich eigentlich nur, wenn ich eine externe Festplatte machen möchte. Die normale Standardausgangssituation ist tatsächlich, wir haben die Festplatte SDAA, die eingebaute, die kommt vom Stick gestartet und wir wollen ein Image installieren. Also haben wir das ganz andersrum aufgerollt. Ich gehe in den Dateimanager, der hier FM heißt. Ich gehe auf die Festplatte, wo meine Images sind. Ich drücke mit der rechten Maustaste auf das Image, ich nehme jetzt mal das hier, was so klein ist. Und dann kommen hier mehr Optionen, unter anderem der Depth Image Installer. Wenn ich den jetzt klicke, ich bin gerade mein eigener Stolper. So, Moment. Das Gerät war in dem Sinne nicht jungfräulich, sondern wir haben es tatsächlich ein bisschen manipuliert. Das heißt, ich muss jetzt die mal hier. Kein Problem. Das ist eine Sicherheitsfrage, damit man nicht aus Versehen die gleiche Festplatte nochmal versucht zu installieren und dann gibt es Probleme im ganzen Dateisystem. So, jetzt nochmal. Also, ich gehe hier hin, gehe auf Media Slave, gehe auf die Datei, die ich installieren möchte, drücke meinen Laptop Image Installer, so. Und jetzt zeigt ihr mal an, was er macht. Also, es lag jetzt tatsächlich daran, dass ich gerade mit dem anderen Skript versucht habe zu installieren. Das gilt für alle Skripte. Auch wenn Krayes Skript vorher verwendet worden ist, müssen wir diese eine Datei in Home löschen. Für Normalanwender sage ich dann immer runterfahren, wieder rauffahren. So, ne? Weil wenn er diese Datei erkennt, dann aus Sicherheitsgründen weigert er sich zu installieren. Also einfach runterfahren, wieder rauffahren, wenn mal irgendwas Komisches passiert. So, und hier habe ich nur die allernötigsten Abfragen, die ich brauche. Weil, was ich installieren möchte, habe ich dir immer schon gesagt, ich möchte dieses Image. Die Abfrage mit dem Schredden bleibt natürlich. Schredden auch voreingestellt. Ich schalte das jetzt mal aus Zeitgründen. Schredden dauert lange. Je größer die Festplatte und je langsamer die Festplatte, umso länger dauert das. Also ich rede das hier nicht von einer halben Stunde, sondern ich rede von 6, 7, 8 Stunden. Eine Terabyte-Festplatte auf einem langsamen Rechner kann richtig, richtig lange dauern. Dann den Hostnamen gebe ich hier ein. Und das ist tatsächlich die einfachste Variante, tatsächlich zu installieren. Ja, weil man die Grundinstallation hat, man weiß, wo das Image ist, rechte Maustaste und sagen jetzt mal den Installer installieren. Und dann macht er einmal OK und dann fängt er an zu arbeiten. Im Hintergrund verwenden wir ein Programm namens Clonezilla. Clonezilla ist im Prinzip eine Skriptesammlung, die man natürlich auch über eine eigene Distro aufrufen könnte. Aber hier sieht man dann zum Beispiel schon mal den Fortschritt. Clonezilla verwendet unter anderem ein Skript namens ParkClone, das eben genau das macht, was wir wollen, nämlich eine Partition zu klonen. Und das dauert jetzt ein paar Minuten, der zeigt jetzt an, weswegen ich nicht ein normales Image nehme. Also das kleinste Image braucht ungefähr 20 Minuten. Jetzt unser Refuge-Image mit 180 GB, das ist, boah, ich weiß nicht, 1,5 Stunden ungefähr. Hängt stark vom Rechner ab. Je langsamer Rechner und Festplatte sind, umso länger braucht er auch. Im Prinzip haben wir das Ding irgendwie auch irgendwann mal Two-Click-Installer genannt, wenn man eigentlich mit 2 Klicks installieren kann. Wenn man diese Information hier hat, sieht man dann auch eigentlich die ganze Zeit während des Prozesses, dann weiß man, was man machen muss, um das Gerät zu installieren. Der Nachteil von der Version ist, und das Craviers Skript eindeutig besser, der kann die Contents nachladen. Ja, der kann die Festplatte voll machen mit unseren Inhalten. Laptop besteht ja aus dem Grundsystem, dem Programm, und ganz viel Lerninhalt. Und je mehr wir natürlich reinpacken, umso sinnvoller ist das, wenn wir die Rechner zum Beispiel nach Afrika geben, wo kein Internet vorhanden ist. Hier in Europa kann man übers Internet Lerninhalte nachholen, aber wenn man irgendwo ist, wo kein Internetanschluss ist oder nur ganz langsamer, dann ist es tatsächlich besser, so viel Lerninhalte wie möglich auf die Rechner zu packen. Und darum haben wir auch verschieden große Images. Der Unterschied ist tatsächlich in den Lerninhalten, die da drin sind. Gibt es denn auch irgendwo noch eine Beschreibung der Images? Die beschreibt. Also klar, erstmal unterscheiden die sich, ob ich nun 32-Bit oder 64-Bit, aber dann auch die Inhalte. Oh, da müsste ich tatsächlich.
Es ist nicht es ist beschrieben in den Release Notes, aber es ist ein bisschen als Überraschungsverfolgung. Normalerweise. Aber die Images haben den normale Ubuntu, der Ubuntu, und dann den Ubuntu, das ist dieses, ja, die Expression, hast du da in Ubuntu? Das bedarf sein, genau, was kommt in die Default Images. Den Ubuntu in dieser Expression, die kommen direkt in den Applikationen, in den Betriebssystem. Und dann kommt auch natürlich der LibreOffice. Ja. Und das war's. Also in den kleinen Images. Die, ja, die Images auf Englisch, ja, gibt es drei weitere Stufen noch dazu. Eine, die 120 Megas, Gigas. Das Ding hat jetzt schon installiert in Wikipedia. Und dann ist es die 300 Images. Dann hat schon alle die Inhalte auf Englisch. Auch mit, ja, mit dem Rachel und alle die Wikipedia for Schools. Und ja. Aber auf Spanisch, Französisch und die Refugee, die Deutsche hat auch einen Inhalt. Aber Spanisch und Englisch, Spanisch und Französisch, hat nur den Layer, den Betriebssystem mit Ubuntu plus LibreOffice. Also nicht nur LibreOffice, also die Standardvariante ist tatsächlich, wir haben Grundsysteme, ganz, ganz viel Programm, auch viel Lernprogramm und eben gestaffelt nach dem, wie viel die Festplatte hergibt, an Content. So dass man eigentlich nur wissen sollte, wenn man gerade die englischen Images macht, hat der HW ja auch gerade gesagt, man muss nur wissen, welches Image man nimmt. Und man muss wissen, wo das Limit ist für die Festplatte. Wenn ich irgendwas 150 GB und im Namen steht 250 GB, dann weiß ich, funktioniert nicht. Ja, das ist das. Wir haben alle die Inhalte in einem Gericht, genau, in jeder Sprache, ja, und dann ist es konfiguriert bei Default eine Grenze 10 Giga frei. So der Script geht und geht durch die Liste und sagt, okay, nächstes Inhalt ist Wikipedia, 15 Giga, wie viel Platz habe ich noch frei? 6 genau. Installiertes. Und dann überspringt. Wenn zum Beispiel in die Liste die nächste ist die Wikipedia, die sind 50, aber es bleibt nur 30 Giga, dann geht auf die nächste und sagt, okay, die nächste passt. So. Er macht ja das Beste von der gesamten Seite. Also das Skript von Javier eindeutig im Vorteil. Ne? Wir benutzen manchmal auch, aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass der Ralf, wenn er die Rechner fertig macht, guckt, was ist die Zielregion und dann entscheidet, welchen Content er nachlädt. So, ne? Aber die Staffelung ist schon dadurch gegeben, einfach durch die Größe der Festplatte. Ne? Es ist natürlich, je größer das Image ist, umso länger braucht das zum Laden, ganz klar, umso mehr Inhalte sind auch drauf. Der Unterschied bei den Größen sind tatsächlich die Inhalte und nicht das eigentliche Grundsystem. Die Programme, die drauf sind, sind identisch. Und was ist die Voraussetzung von der Raum? Das Minimum. Ja, Minimum. Minimum. Also Pentium M machen wir noch. Mhm. Pentium M, wenn es geht, mit Grafikkarte eingebauter bei den Laptops. Ja. Aber auch normaler Pentium M läuft eigentlich noch. Also da würde ich jetzt das Limit sehen. Pentium M Festplatten machen wir jetzt ab 120 GB. Mhm. Vorher 180, das kann aber zu wenig sein. Wenn man nur das Grundsystem möchte, ohne Inhalte, ohne Contents, ja, dann kommt man auch mit 80 GB hin. Das war ungefähr. Ich glaube, der kleine ist 20 GB. Hm? Die kleinste sind 20 GB. Wir haben bei uns jetzt 120 im Moment. Deswegen sage ich ja gerade. Also wir verwenden in Mülheim jetzt tatsächlich 120 als Minimum. 120. 120. Was habt ihr? Nee, 80. 80 noch. Ich nutze die Images von Bart. Bitte? Ich nutze die Images von Bart. Ich glaube, die Beine von 80. Ja, ja. Also wir haben 80 auch mal gesagt, ist zu klein, weil die Contents mehr geworden sind jetzt vor kurzem. Ja, und jetzt seit zwei, drei Monaten. Ihr seht schon, die Kommunikation ist hervorragend innerhalb von der Crew. Ja. Nein, das also, kann ich verstehen. Ne? Wenn das die Content riesig geworden, dann ist mehr Kapazität hineinschauen. Ja, man kriegt nicht viel Content rein von diese 80 GB. Jedenfalls nicht so viel, wie Ralf sich vorgestellt hat. Aber es ist tatsächlich so, das Grundsystem an sich braucht, glaube ich, ungefähr 20 GB auf der Festplatte. Ja, okay. Ja. Ich habe jetzt immer. Das sieht man übrigens auch jetzt nach der Installation. Ich habe jetzt ein einfaches Ubuntu installiert, also keins von unseren eigenen Images, weil das wird länger dauern. Mhm. Dann habe ich ein Ubuntu genommen und man sieht, das ist tatsächlich nur verbraucht. Der nimmt also knapp unter 8 GB für Standard Ubuntu. Das ist jetzt aber nicht unser Image. Unser Image liegt bei knapp irgendwie 20 GB, wenn es installiert ist. Das, nur das mit den Programmen und mit dem Betriebssystem. Dann ist aber noch kein Content dabei. Der Content ist je nachdem. Wenn man zum Beispiel Zugriff auf Internet hat, braucht man den Content unbedingt nicht, weil wir haben in dem Browser Links auf die Contents von den Organisationen, die wir bereitstellen. Das heißt, man braucht eigentlich dann nicht so viel Content. Aber wenn der Rechner
kein Internet hat, dann wird es schwierig. Da müssen wir alles Content, was da nicht drauf ist, hat man dann eben einfach nicht. Und da ist auch das, was Alf jetzt dann wieder gesagt hat, wichtig. Man muss wissen, wo werden die Rechner eingesetzt, damit man den Content tatsächlich auch gezielt auswählen kann. Und ist das dann auch der Weg, dass ihr die Rechner erst fertig macht, wenn ihr wisst, da gehen die hin? Ja, also zumindest im Mühlheim machen wir das so. Okay. Ja? Wir scheinen, das ist ja unterschiedlich zu arbeiten. Ne? Die Rechner generell erstmal fertig machen und dann mit Content oder direkt wissen, wo der Rechner hingeht? Nein, wir warten die Rechner, bis wir wissen, wohin die gehen. Ja, genau. Dann machen wir den Sprachen, den Fakten. Dann machen wir es mal ausnahmsweise gleich. Aber es macht keinen Sinn, sonst, weil ja, manchmal du hast 30 Laptops verwendet auf Englisch und dann kommt eine große Reise nach Mobamiki und es ist wieder neu installieren. Habe ich Ralf auch gesagt, warum machst du nicht einfach Stapel Festplatten fertig? Aber dann sagt er ja, dann weiß er wieder nicht wohin und es ist einfacher tatsächlich zu sagen, von vornherein zu sagen, ich nehme das französische, spanische oder das englische oder deutsche Image. Das ist einfach einfacher auch für die Endanwender. Einmal, dass du hast den Laptop mit die Methode, am Ende ist dauert es groß. Am Ende der Zeit kommt jemand, bis du beweist, ob ein Laptop nutzbar ist oder nicht. Ja, und du bist abholst oder es ist so mit dir Skripts. Am Ende du kannst 3, 4 Laptops auf einmal oder nachts machen. Was wir machen ist, in der Nacht bestellst zwei, drei Laptops parallel, stellst du auf, super, funktioniert. Machst du in einer halben Stunde, wechselst du neue Hamburg, dann vorbereitest du andere zwei, drei, gehst du Arbeit, kommst zurück, in einem Tag hast du 6 ohne nichts zu machen. Das geht ganz schnell. Ja, wir machen jetzt immer hier auch zu Ende. 2 Gigabyte eigentlich. Man kann unter Umständen mit 1 Gigabyte klarkommen. Das Problem ist, der Firefox-Browser, den wir verwenden, braucht ziemlich viel Speicher. Wenn er Kontakt zum Internet hat, dann benutzt er viel Zwischenspeicher. Und dann kommt der Moment, wo der Speicherplatz knapp wird auf dem Rechner und dann immer hin und her in die sogenannte Swap-Datei hin und her gewechselt werden muss. Und dann wird er auch langsam. Dann macht das keinen richtigen Spaß. Wenn man Zeit hat, ist das okay, kann man durchaus mit arbeiten. Aber die Rechner, die wir auf dem Tisch haben, die haben in der Regel 2 Gigabyte. Wenn nicht sogar mehr. Wir haben so viel Speicher im Moment, dass wir das wegwerfen müssen. Das heißt, wenn einer mit 8 Gigabyte kommt, dann bleibt er drin, hat ihm der Empfänger mal Glück gehabt. So. Ja. Macht für uns keinen Sinn, den jetzt auszubauen. Ja. 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 Also ich habe, weiß ich, so eine Kiste voll mittlerweile mit Speicher. Ich sag schon mal, was braucht der Speicher? Braucht hier jemand Speicher? Vielleicht hätte ich hier mitbringen sollen. Ja, ich brauche Speicher, aber ich brauche auch den Speicher. Es gibt ja die 1 Giga Laptops mit der Speicher und 100. Also, der hat jetzt installiert und der zeigt ein Programm, das ist auch noch auf diesem Rechner drauf, das ist zwar gepartet. Damit musste man früher das Dateisystem, das nur bis hier war, langziehen, damit auch komplett die Festplatte komplett benutzt wird. Das ist so eine Eigenart. Wenn man die Images installiert hat, dann wäre das jetzt nur mit dieser Größe und man musste dann den Rest der Festplatte praktisch freigeben, indem man die Partition komplett auf die ganze Breite erweitert oder auf die ganze Größe. Das macht er jetzt auch automatisch, das habe ich nur zur Kontrolle, damit man sieht, dass es auch richtig funktioniert hat. Wenn ich weiß, es sieht jetzt so aus, der hat mir eine 5 Gigabyte gemacht, der zeigt mir alles sauber an, dann weiß ich, die Installation war erfolgreich. Das ist eigentlich mehr eine Kontrollfunktion, als dass sie richtig jetzt mit der Installation was zu tun hat. Und wenn ich jetzt hier zumache, dann sagt er mir noch einmal, okay, das hast du jetzt fertig gemacht, brav gemacht und sagt mal das Image an, das ich da installiert habe. Und schon ist das Ding installiert. Das heißt, diese Methode ist geeignet, wenn man eben die fertigen Image verwenden möchte, wenn man eben weiß, welchen Content man hat und kein zusätzlichen Content möchte und eben für Leute, die eben jetzt mit Skript von KW, man muss im Skript was eingeben und nicht so ganz sich mit anfreunden können. Es gibt eben ganz viele Leute, die eben sagen, nur das ist ein Terminal, kann ich nicht, muss ich ja Buchstaben eingeben. Das sind die gleichen Menschen, die zu Hause sagen, hör mal, Alexa, mach mal Licht und Alexa holt Pizza, ist auch nichts anderes. Ne? Sondern man muss tatsächlich einfach nur eine Tastatur verwenden. Ist schon komisch, was die Leute sich einfallen lassen. Ja, und schon ist das Ding eigentlich installiert. Man könnte das runterfahren und einmal ausprobieren. Aber ihr könnt danach nutzen, den Deployment, den Content. Ja. Was macht ihr Also ich persönlich benutze ihn eigentlich überhaupt nicht, weil das war auch mein Problem. Ich habe eben zum Beispiel gar keinen Server, um diese Sachen zu überprüfen. Ich arbeite immer nur mit Festplatten. Der Ralf nimmt den ab und zu, das weiß ich. Ne? Und ich halte es auch für eine sinnvolle Sache, wenn man eben umgehen kann mit der ganzen Sache. Du musst ja auch ein paar Voreinstellungen treffen im Terminal. Aber das nee, ist richtig. Du kannst direkt von hier. Ich meine, du musst nur die Parameter, die du brauchst. Genau. Wie viele und da hört es bei vielen ja schon auf. Das ist ja das Problem.
Die sagen dann tatsächlich, ja, kann man das nicht mit der Maus machen? Dann sage ich, ja, okay, jetzt habt ihr die Mauslösung. Also meine Idee wäre tatsächlich gewesen, die Clonezilla einfach zu nehmen als Distro von der CD zu starten. Besser geht's nicht, weil die liefert auch schon alles. Ne? Aber tatsächlich ist das jetzt für die Mausklicker im Wesentlichen gedacht. Und die wirklich sinnhafte Ergänzung vom Javier, die ermöglicht dann eben die Leuten, die ein bisschen mutiger sind, tatsächlich das alles in einem Rutsch zu machen. So. Und wenn ich es installiert habe, ne? Ja. Wie funktioniert das in den Updates eigentlich? Die EU macht automatisch, sobald er Internet hat. Es wurde jetzt, oder in der Regel, es wurde nicht empfohlen, Updates zu machen, besonders ein Laptop der Nigeria. Die brauchen nicht das letzte Sicherheitspatch von den Kernel von Linux. Ja, aber in der Regel haben sie da ja auch tatsächlich dann kein Internet in diesem Regel. Ja, das ist wenn das Internet gut ist. Manchmal mit Updates können komische Sachen passieren. Zum Beispiel vor einem Monat war es die Sache, dass ein Java-Update zerstört hat den Server, die Tool, die wir nutzen für die Wikipedia. Und dann, bis es sich gelöst hat, weil es war ein Fehler in den Wikipedia Parser selbst, bis wir es reportiert haben und die gelöst haben, hat es 2 Wochen gedauert. Wir können es hier behalten und es wird ganz einfach. Das Problem ist, wenn du bist verloren, du machst ein Pad und auf einmal funktioniert nicht die Soa, du hast nicht so viel Kapazität oder Geschwindigkeit und so reagieren. Du verloren bist oder vielleicht hast du nicht so viel, die Leute da haben so viel Kenntnisse, machen den Batching, oh, funktioniert nicht, scheiße, Laptop. Ja, aber das Problem ist tatsächlich, wie man hört mit den Updates, ist es nicht unumstritten, einfach ob man Updates macht oder nicht. Aber die Voreinstellung ist tatsächlich bei uns bei Laptop, wir haben die Updates installiert, wir lassen die drin. So, weil es wird, alle Software wird jetzt abgedatet, dass tatsächlich mal richtig was in den Hosen geht, ist eine, tatsächlich die Ausnahme. In dem Fall ist es tatsächlich auch gravierend gewesen, aber wir bemühen uns dann auch relativ schnell der Lösung nachzuliefern. So, ne? Aber die Frage war ja, ob Updates überhaupt gefahren werden. Also wenn das System zum ersten Mal hochfährt und das Image ist jetzt ein paar Tage alt, dann hat es auch ein paar Updates. Und das wird sich dann nach ein paar Betriebsminuten auch kündigen, weil Voreinstellung ist bei uns, ich glaube einmal täglich guckt er im Internet, dass Updates da sind. Man muss wissen, das ist anders als unter Windows, da kümmern sich nicht die Programme selber über Updates, sondern das Linux kümmert sich um die Updates. Das heißt, das Linux guckt praktisch nach in dem Repository, also praktisch in dem Software-Shop, das ist ähnlich wie bei Google Android, in dem Software-Shop, weil jetzt neue Versionen der Programme da sind. Und dann sagt er entweder, ja, sind jetzt keine da, dann meldet er sich nicht. Oder sagt, ja, jetzt sind Updates da, meldet sich, sag mal, ich habe jetzt hier ein paar Updates, willst du die updaten? Dann kann man immer noch ja oder nein sagen. Also der User muss dann noch zustimmen? Der muss einmal zustimmen für die Updates. Okay. Und dann kann man dann auch durchaus sagen, da hast du auch recht, wenn du eine schlechte Verbindung mit Internet hast, das ist immer schwierig. Irgendwie, da kann man auch sagen, Updates abschalten generell. Ne, oder man hat gar kein Internet, da braucht man sie nicht. Aber dann hat man das Problem ja auch gar nicht. Kein Internet heißt immer auch, man hat kein Update. Ne? Und die Updates, die sammeln sich dann irgendwann halt auch an, wenn er kein Internet hat. Ja, wer tatsächlich langsames Internet hat, dem würde ich auch sagen, okay, schalte die Update-Funktion ab. In Europa hat man das praktisch nicht, aber in Afrika, aber wie gesagt, kein Internet, keine Updates. Ja, manchen, in Afrika, manchen hat man nicht den ganzen normalen WLAN, sondern nicht mobil. Das ist teuer. Die Geschwindigkeit ist teuer und ja. Die Internet ist auch nicht so ganz normal. Ja. Also man kann die Updates auch komplett abschalten, dass er keine Updates sich zieht. Da wird eine Diskussion, die ich mit Ralf gerne haben würde, aber das ist noch in der Weise. Dann müsste man sagen, wenn jemand sich verbindet, in Afrika zum Beispiel, der hat nur 3G-Hotspot oder sowas, und auf einmal schaltest du 4 Laptops und wenn dann richtig los und dann... Ist das leer? Ja. Das kennt jeder vom Android-Phone vielleicht mal, wenn es falsch eingestellt war. Einmal ist das abgedatet, das Ding ist leer. Ja, wo sind meine Daten? Und ehrlich gesagt, meine Frage ist, braucht überhaupt jemand in Mosambik die letzte Firefox-Update runterladen, weil es bietet eine neue Toolbar oder... Ja, aber Mosambik ist jetzt was anderes, sage ich jetzt mal zum Beispiel, als Kroatien oder so. Da ist im Internet vorhanden. Ja, immer diese Abwägung zwischen vermeintlicher Sicherheit und Unsicherheit, wenn man keine Updates fährt. Prinzipiell kann man sagen, Linux ist völlig unempfindlich gegenüber Viren- und Schadsoftware. Also man muss ein Spezialist sein, um in so ein normales Standard-Linux-System vernünftig einzukommen. Ganz anders als Windows. Ja? Da braucht man ja irgendwie nur ein Makro irgendwie fürs Office-Paket schreiben und schon hat man den Rechner kaputt gekriegt. Das gelingt hier bei so einem Linux nicht. Dafür ist das zu geschützt. Und aber gibt es eine Seite, wo man unbedingt eine Updates brauchen, um das zu öffnen und so? Ja, die Frage ist, ob man das tatsächlich braucht, diese Updates.
Also ja. Ich benutze durchaus auch Distribution, also Linuxe auf dem Stick, die sind dann ein, zwei Jahre alt und ich fühle mich immer noch sicher damit, ohne irgendein Update. Die habe ich mal installiert vor anderthalb Jahren und benutze die immer noch ohne Update. Das ist gar nicht so ein großes Problem. Manchmal Updates braucht es so viele Platten auch in Anspruch. Ja, das System reinigt sich meistens selber. Das heißt, es guckt dann, was an Updates da war und wirft dann die Dateien, die es nicht mehr benötigt, die abgedatet worden sind, automatisch wieder raus. Naja, es gibt so eine Art einfache Systempflege, die funktioniert in der Regel ganz gut. Aber wie gesagt, es hängt davon ab, tatsächlich, wie viele Updates kommen. Wenn man bestimmte Dinge drauf hat, auf dem Rechner habe ich zum Beispiel ein Update, das kommt wirklich fast jeden zweiten Tag. Das ist ein Manual für FreeCAD, das Programm, das wir als 3D-CAD-Programm verwenden. 150 Megabyte, alle zwei Tage würde sich das reinziehen. Das kann ich aber von Hand einfach ausschalten und sagen, nee, das will ich hier jetzt nicht mehr. Ja, dann funktioniert das auch. Ja, das heißt, es wird dann nicht mehr angefragt. Und dann habe ich diesen einen Bereich ausgeklammert. Aber prinzipiell vom Updaten, die Updates, die kommen halt automatisch, die melden sich und man kann auch sagen, ja oder nein. Da muss man natürlich wissen, bin ich jetzt mit einem 3G-Modem unterwegs oder habe ich jetzt ein gutes Internet? Ich weiß auch nicht, ob das in den Manuals irgendwo drin steht. Vielleicht hat das direkt, da müssen wir dringend mal drüber reden. Irgendwie, ne? Aber ist nicht drin. So, aber Thema war ja eigentlich installieren. Ich meine Frage ist noch dem. Ja. Ist das System und der Content? Jetzt habe ich zum Beispiel bestimmt Wikipedia. Ne, der Content ist einmal drauf. Der ist einmal drauf. Ja. Der ist so, der wird nicht abgedatet. Okay, was ist denn, wenn sich bei Wikipedia was ändert jetzt irgendwie? Dann habe ich das ja gar nicht auf meinem Laptop drauf. Xova. Also Xova macht immer nur eine momentane Bestandsaufnahme. Der kann also nur so eine Art Foto machen von dem, was er jetzt an Xova angeboten bekommen hat. Dann ist es auch fest. Ich weiß nicht, ob der Autofunktion hat, sich die Dateien irgendwo aus dem Internet zu fischen. Aber das Problem ist, dass es diesen Dateien zum Teil ist. Ja, aber das ist wieder die Frage. Dann ist es sinnvoller. Genau. Ja. Ja, aber die sind jetzt und wenn du in sechs Monaten unterladest, vielleicht ist es korrigiert, diese Website, aber die Lücke sind, aber niemand hat falsche Informationen von irgendwo anders. Ich meine, ich hatte diese Diskussion im letzten Festival, in dieses Stream Live Festival, da ist jemand, ja, aber in Wikipedia manchmal gibt es bloß Artikel, wo sie nicht, was in New York Times hat, sagt immer Wahrheit, ich meine, das ist die einzigste gute Source of Truth, dass du heutzutage wohl sagen, ja, dies ist das. Und man muss auch mal sagen, Wikipedia ist nicht Facebook, muss man auch ganz klar mal sagen. Da wird so ein bisschen gegenkontrolliert, ob das tatsächlich also wirklich wahr ist, was da so drin steht. Ich will nicht behaupten, dass es perfekt ist, aber es ist eben unter relativ öffentlicher Kontrolle im Vergleich jetzt zu anderen Anbietern, die Wissen vermeintlich weitergeben, Google zum Beispiel irgendwie, den würde ich ein bisschen übertrauen, wie ich spucken kann, auf Deutsch gesagt, weil die das immer mit dem einfärben von dem, so wie sie meinen, wie es wissen sollte und welche Informationen ich bekommen kann. Das heißt, Wikipedia ist eigentlich eine der wenigen unabhängigen Wissensquellen. Wenn Wikipedia-Artikel vielleicht Fehler hat, ist vielleicht okay, aber ich könnte ja 1000 andere Quellen sofort im Internet zeigen, wo es mit Sicherheit verkehrt ist. Das heißt, es ist einmal eingestampft, es ist dann tatsächlich einmal eine Bestandaufnahme von dem, was Xova bietet. In den Images wird auch immer dafür gesorgt, dass das Xova relativ aktuell ist. Das heißt, wenn man feststellt, dass es nicht mal ganz frisch ist, dann wird eben praktisch ein neues gemacht. Aber unsere Version ist, Idee ist ganz einfach ja auch dahinter, besser sowas als gar nichts. Die Alternative wäre gar keine Informationen mitzufinden. Wer mit Internet gesegnet ist in Europa, hat gar kein Problem. Da kann das über den Browser, kann er jederzeit auf Wikipedia oder sonstige Quellen zugreifen. Die Xova ist tatsächlich für die Leute auch gedacht, die irgendwo auf dem Lande sitzen und keinen Zugang zum Internet haben. Und darum wird da möglichst viel reingepackt. Und darum ist es auch wieder wichtig zu wissen, welche Region ist das, um regionale Bestandteile von Wikipedia in das Xova mit reinzunehmen. Da kann man das auch in der Form vorbereiten. Aber kann ich das dann auf dem System einfach nochmal ausführen, dieses Xova? Und dann sieht das dann aktuell wieder? Oder? Nee, das Xova ist so ausgerichtet, dass es tatsächlich in dem Moment nur das, den Content auf dem Rechner wiedergibt. Das heißt, man müsste eigentlich auch die Xova-Ordner selbst aktualisieren. Das machen wir aber nicht automatisch. Das heißt, wenn der Ralf händisch, wenn er sieht, bei Xova ist wieder Handlungsbedarf. Oder? Wir machen den Kopie wieder auf den FTP. Genau. Die Musik-Update und dann muss man den FTP unterladen und manuell installieren nochmal. Dann kann ich einfach das ganze Image nochmal neu drauf spielen. Ja, nee, das heißt, es ist anderes. Die Images mit dem Xova erneuern wir öfters, weil es ist einfach unter neuen Arten. Regelmäßig machen wir neue Images und wenn in dem Moment, wo die neuen Images erstellt werden, dann nehmen wir die letzten
Server. Ach, nur vom Server. Dann kann ich mir das Ja, dann diese Version, aber es ist ganz anders. Der Server wurde monatlich updated, aber wir releasen keine neue Version bis in 3 Monaten. Der Server in den FTP wird auf jeden Fall wird es immer so frisch oder frischer als die von Images. Weil die Images werden nicht so häufiger updated wie den Server. Also es ist tatsächlich so, dass das Content von Xova nicht auf dem Server auch von dem. Das heißt, da müssen wir... Wenn natürlich den Images erstellen, muss man eine neue Images machen. Es ist mehr aufwendiger. So, aber jetzt mal zurück jetzt hier zu dem ganzen Installationsprozess. Also, ich mache es nochmal in der Kurzform. Ich muss entweder diese eine Datei löschen, damit er nicht stinkert. Das ist die... Okay, hat er jetzt auch... Weil ich in das Skript nicht zu Ende gefühlt habe, wurde die Datei, die jetzt entstehen würde, mit namens Image, die wurde nicht gelöscht. Wenn das Skript von ihm gerade durchgelaufen wäre, dann hätte er die Image direkt im Anschluss gelöscht. Darum kam gerade eben auch die Fehlermeldung beim allerersten Mal. Das heißt, wenn ich diesen Installer verwende, muss ich eigentlich nur die Festplatte haben, ich muss die eingebaute Festplatte haben, ich muss extern gestartet sein, ich muss wissen, wo ist mein Image. Ich drücke auf die rechte Maustaste, wähle diesen Image-Installer, kann hier noch einen kleinen Rahmen was einstellen, irgendwas schreddern oder nicht schreddern. Und dann tatsächlich hier nochmal ein Hostname geben. Das heißt, man muss dann wissen, mit welcher Nummer das getaggt werden soll, das Gerät. Und dann macht er das hinterher tatsächlich dann auch automatisch. Das heißt, wenn es Gerät hoch war, dann heißt es, das Gerät hier noch. Nee, da muss man tatsächlich gucken, was jetzt dran ist beim Taggen. Man muss gucken, welche Nummer frei ist. Wenn man Hub hat, dann hat man die Möglichkeit, auf unsere Online-Seite zu gehen und zu gucken, welche Nummer jetzt gerade als nächstes frei ist. Man meldet sich an, man sagt, ich möchte jetzt ein Gerät installieren und fertig machen. Und dann kriegt man noch eine neue Nummer. Das ist so ein Prozess, wo ich nur drin hänge, weil ich mache immer nur Probeinstallation, ehrlich gesagt. Also die Nummer muss man von der Laptop-Seite her. Kannst du Geld automatisch oder? Ja, wenn man sich da anmeldet. Wenn man sich anmeldet, man hat einen Account, in dem Account sagt man jetzt, ich möchte nur ein neues Gerät anlegen oder taggen, dann gibt er mir die Nummer, die ich verwenden soll. Man kann es aber auch nachher händisch, wenn es schon installiert ist, kann man das händisch nochmal, steht im Manual drin, wie man das macht, kann man das von Hand tatsächlich nachtragen. Das heißt, man kann auch erstmal installieren und sich dann erst hinterher um die Nummer kümmern. Wenn ich das manchmal mache, dann bin ich auch zu faul, ich verliere nur meinen Accountnamen. Dann rufe ich beim Ralf an, sage nochmal, welche Nummer kann ich denn nehmen? Da sagt er mir, was 1599 und dann mache ich das einfach. Ich meine, was ich mache, zum Beispiel, wenn ich kriege den Laptop oder so, ich drücke in meinen Laptop. So, ich habe immer die 10 Nummern vorreserviert. Ich registriere 10 Laptops, to be defined, to be TBD, TBD, TBD. Ich drücke diesen Papierstuhl, die ich nach Hause. Morgen kriege ich die 5 Laptops, dann habe ich schon meine IDs. Ich nutze die direkt und dann update ich. Weil ich meine, das speichert dir den Arbeit nochmal den TC-Hosts, die TC-Hosts nehmen, anpassen zum Ocean und nochmal eine gute. Damit gewinnst du immer 3-4 Minuten pro Laptop. Aber man muss ja sowieso theoretisch das zumindest einmal rufen, also Gesundheit. Und dann muss man sowieso, wenn das die frisch installierte Disk hochgefahren ist, muss man sowieso dann irgendwas machen. Und dann kann man auch tatsächlich, wenn man weiß, wie, auch schnell diese Nummer ändern, wenn man die sich besorgt hat. Also, das muss nur zweimal hochfahren. Einmal zu sehen, dass es funktioniert, den Host-ID zu ändern und dann einmal zu sehen, dass die Host-ID-Änderung funktioniert hat. Das ist der Punkt, zu dem ich leider kommen wollte. Es kann schon mal sehen, dass unsere Images nicht ganz in Ordnung sind. Die werden ja immer transferiert aus dem Internet. Runter zu öffentlichen Rechnern, von den Rechnern per USB auf die Festplatten. Also in der Regel hat sich das jetzt erwiesen, wenn sich ein Image nicht installieren lässt, ist das Image-Schmeiß-Effekt. Da ist irgendwo bei der Datenübertragung ein Fehler entstanden, der dafür sorgt, dass man das nicht mehr korrekt installieren kann. Entweder steckert schon ganz früh im Installationsprozess eins von dem Programm und sagt, kann ich nicht installieren, kaputt, hat man Glück gehabt. Im schlimmsten Fall hatten wir auch schon gehabt, dann hat das installiert und es fuhr nicht hoch. Und hat sich dann herausgestellt, dass sich das Image, das wir auf dem Rechner runtergeladen haben, war nicht mehr das Image, das im Internet stand. Das heißt, im Prozess, wo wir es vom Internet runtergeladen haben, auf unserem lokalen Rechner, ist die Datei verändert worden und hat dann einen Fehler gehabt. Das heißt, das ist der häufigste Fehler. Wenn euch was passiert, dass ihr sagt, okay, ich habe ein Image, das ich installieren kann, schlage ich immer vor, ein anderes kleines Image zu nehmen, das einfachste mit 20 GB, und gucke, ob das installiert wird. Und wenn das auch nicht installiert werden kann, dann habt ihr ein anderes Problem. Aber wenn die anderen Images installiert sind, installierbar sind, dann ist in der Regel das Image beschädigt, tatsächlich mit dem man leider gearbeitet hat. Passiert leider immer wieder. So, also wie gesagt, relativ zügig geht das Ganze. Wenn ich jetzt auf OK klicke, dann wird das jetzt nochmal machen.
Ich würde einmal installieren, dauert jetzt bei dem, was ich gewählt habe, 5 Minuten. Nur rechnet eben Zeit mit ein. Wenn ihr ein großes Image habt, das kann Stunden dauern, allein das Schreddern kann 7, 8, 9 Stunden dauern, wenn man eine große Festplatte und einen Rechner. Optimal ist natürlich, wenn man nachgekaufte Festplatten hat, die sind in der Regel auch zertifiziert gelöscht, stehen die Firmen dann für, wie AFW zum Beispiel, dass die auch zertifiziert gelöscht sind, dann brauchen wir uns im Schredder keinen Gedanken machen. Aber die Grundregel ist immer, wenn man sich nicht sicher ist oder eben auch weiß, dass man dann tatsächlich auch schreddert. Das ist, wie gesagt, eine Vertrauensbasis gegenüber den Firmen. Anders geht es nicht. So, das war das Installieren. Wir haben ja noch so ein paar Hilfstools drauf. Da geht es dann darum, ob der Rechner überhaupt geeignet ist. Die wichtigsten Informationen, so die Kernsachen, die wir brauchen, auch fürs Installieren, stehen ja schon hier. Ja, 64, 62 Bit ist erstmal egal, wir haben 32 Bit. Man muss dann wissen, 32 Bit ist ein bisschen spackelig, da gibt es ein paar Sachen, die man anpassen muss. Aber ist ganz selten nur noch, dass wir 32 Bit Rechner haben. Eine wichtige Information ist hier die Größe des Speichers, das war ja eben schon die Frage. Standard ist 2 GB, wir haben Pentium M Rechner, die können auch nur 1,5 GB, nehmen wir auch noch ganz gerne. 1 GB machen wir eigentlich unter Umständen auch noch, aber dann gucken wir hinter das Gesamtsystem, wie schnell das noch läuft. Ja? Wenn das so ein Rechner ist wie hier mit DDR2 RAM, Speicherakkus, das ist kein Thema. Der Speicher braucht einfach mal im Brand Bescheid sein, dann kriegt er ein Päckchen und schon hat der Speicher. Und dann das andere Wichtige ist die Größe der Festplatte. Was wir noch nicht wissen, ist die Festplatte gut oder schlecht. Das heißt, dafür haben wir hier auch ein Überprüfungsprogramm, nämlich das nennt sich G-Smart Control. Bevor ich installiere, was ja zeitaufwendig ist, nehme ich mir die Freiheit, alle die Festplatte anzugucken. Dafür haben wir hier dieses Programm namens G-Smart Control. Starte ich mit Doppelklick, dann zeigt er mir die Festplatten an, die hier so versammelt sind. Ich muss ihn natürlich auswählen, was ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, was das andere Model sein soll, keine Ahnung, das muss eins von diesem hier sein. Aluline weiß ich, das ist der hier, aber ich kann an dem Namen ungefähr erkennen, welche Festplatte ist. Wenn ich die vorher in der Hand hatte, weiß ich zum Beispiel, es ist ein Hitachi. So, dann weiß ich auch, ich habe jetzt die Hitachi, die ich überprüfen möchte. Im Übrigen ist die Reihenfolge auch je nachdem, wie es erkannt worden ist. Das heißt, das müsste in der Regel wohlgemerkt SDA, SDP, SDC sein. Ja. Wenn ich jetzt überprüfen möchte, reicht mir eigentlich ein Doppelklick. Und schon zeige ich mal die Information an von dem sogenannten Smart System. Also was vielleicht bitte den am Anfang, wenn du willst, auf den Disk, was ist von den Stationen, dass du sagst, okay, SDA ist 80 Giga und SDB ist, weil normalerweise die USB-Disk sind immer riesig. Wenn du weißt, du kannst in den Strip einfach nur den ID und die Größe. Aber in der Regel hast du ja ganz viele Informationen. Das heißt, du warst an die SDA, SDB, SDC. Ja, also in dem Skript selbst, wenn du das restore machst und du sagst, okay, in diesem Disk musst du den Image restaurieren und du sagst SDA oder SDB. Ja. Also du sagst SDA, pass auf, SDA ist 120 GB, ja. SDB, pass auf, SDB ist 120 GB. Ja, gut, da gibt es noch ein paar andere Informationen. Also wer ganz unsicher ist, der kann tatsächlich noch auf der. Aber so weit wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte es einfach halten. So, ne? Ich meine, was man mit Linux alles machen kann, ist toll. Aber es geht ja um Leute, die das tatsächlich mit ein, zwei Klicks erledigen möchten. Ne? Also tatsächlich in der grafischen Oberfläche SDA, BC ist durchnummeriert. So. Und wenn man so eine Situation wie hier hat, man möchte die Festplatte bespielen, die da drin ist, das ist in der Regel SDA. Das macht halt einfach automatisch. Die erste Festplatte, die erkannt wird, ist immer SDA. So, und hier haben wir jetzt verschiedene Reiterchen. Wichtig sind die Reiterchen Attributes. Da kann irgendwas Komisches stehen, das sind so halbe Fehler, das ist die Festplatte halb kaputt. Ich habe jetzt leider keine kaputte Festplatte zum Zeigen. Wir haben Seagate-Festplatten, da wird ein Punkt immer ganz viel angezeigt, der Reallocation Event Count, der steht bei einer gesunden Festplatte auf 1, auf 0 oder so 1 bis 5 oder mehr. Das heißt, er hat aber Probleme gehabt, irgendwelche Dateisegmente zu finden. Achso, wenn hier was kaputt ist oder was anzeigewürdig ist, dann ist das Reiterchen tatsächlich ein rosa oder ein rot. Ja, das ist rot. Man sieht also, auf dem ersten Blick ist die eigentlich okay oder nicht. Was ich jetzt zeige, zeige ich eigentlich nur tatsächlich, wir haben Seagate-Festplatten gekauft, da ist hier ein Wert von über 1000, 10.000, 5.000. Hängt damit zusammen, dass diese Festplatte diesen Speicherplatz anders belegt, diesen Anzeigeplatz. Das heißt, die Platte ist nicht beschädigt. Wenn da so eine Seagate-Festplatte habt, wo hier oben rosa ist und hier eine hohe Zahl von einigen Tausend, die ist nicht kaputt, sondern wird dieser Speicherplatz noch anders belegt. Ich muss das auch extra sagen, wir haben so einen ganzen Schwung, einige hundert Festplatten gekauft, die das eben anzeigen. Das war eine spezielle Anfertigung, die wurden mal für Lenovo irgendwann hergestellt vor einigen Jahren und die zeigen hier einen Fehler an, der nicht existent ist.
Das heißt, wenn hier rosa ist und in dem Bereich irgendwie auch was angezeigt wird, ist nicht schlimm, weil das ist so der Bereich, wo er sagt, das kann man eigentlich immer noch so reparieren. Dann repariert die Festplatte sich selber, wenn hier was angezeigt wird. Normalerweise sagt man dann, man guckt dann tatsächlich, ob ein Zahlenwert immer wieder höher wird, aber das macht letztendlich kein Endanwender. Das heißt, hier hat er auch mal vielleicht mal 5 gezählt und nach 2-3 Mal hochfahren sagt er über 6 oder 7, dann weiß ich, okay, das ist ein fortschreitender Prozess raus mit den Dingen. So, ist aber für Endanwender, glaube ich, nicht geeignet für unser Klientel. Aber so als Privatmann mache ich das eben einfach. Zumal ich die Rechner ja auch rausgebe. Das heißt, ich gebe sie irgendwo hin, wo ewig kein Mensch ist, der das jetzt beurteilen kann, ob man die Festplatte weiterverwenden möchte oder nicht. Wenn in diesen anderen Bereichen, besonders hier beim Error-Log, was rot ist, dann schmeiße ich die sofort raus. Dann fackel ich gar nicht lange. Da ist schon mal irgendwas Gravierendes vorgefallen, da ist da irgendwann an der Oberfläche der Festplatte was beschädigt oder der Schreiblesekopf ist beschädigt. Raus damit, gar nicht lange fackeln, weil ist keiner in der Nähe, das in der Regel vernünftig warten oder pflegen oder beurteilen kann. Hier in dem Bereich, bei den Attributes, da kann durchaus schon mal was sein, weil man sagt, okay, da sitzt einer, hat ein bisschen Ahnung, da guckt sich das nochmal an, dann kann man sagen, die behalte ich jetzt drin. Das heißt, wenn ich aber hier in dem Bereich, hier gerade in Error-Log, oder bei den, eigentlich geht es nur um den Error-Log, wenn ich hier was Rotes habe, ist die draußen. Da soll man eben gucken, bevor man installiert. Weil es macht keinen Sinn, eine kaputte Festplatte zu installieren. Der Rechner kommt mit Sicherheit wieder. Oder macht schon Probleme beim Installieren und lässt sie nicht installieren. Das ist die eine Sache, die man gucken sollte vom Installieren. Tatsächlich einmal dieses Smart Control, einmal anwerfen, einmal gucken. Gucken ist hier irgendwas Rotes, gerade beim Error-Log. Ne? Und dann die Attributes gucken, ob da was rosa ist. Aber es ist tatsächlich so, 50% ungefähr der Laptops hat das Ganze gestartet. Die würde ich nicht mehr einbauen oder muss die ausbauen. Wie ist das, wenn dann da kommt der Lustig? Hat damit erstmal nichts zu tun. Der überprüft das hier einfach. Der überprüft nur die Festplatte. Man kann auch noch einen Performance-Test machen, beziehungsweise einen Self-Test. Und hier ist da. Gibt so einen Kurztest, der dauert ungefähr 2 Minuten, kann ich praktischerweise mal andrücken. Der hat aber im Prinzip keine sehr hohe Aussagekraft. Der würde nur anzeigen, wenn die voll Fratze ist, sozusagen, wenn die voll kaputt wäre, die Festplatte. Das hätte man hier dann aber schon gesehen. Man kann einen langen Test machen, da überprüft er tatsächlich die komplette Oberfläche der Festplatte. Der dauert aber genauso lang wie einmal schneller. Man muss einmal komplett die Festplatte abbauen, wie bei einer Schallplatte, einmal komplett durch alles und das kann Stunden dauern, je nach Festplatte. Das heißt, diesen langen Test, den mache ich in der Regel gar nicht. Weil es einfach zu aufwendig ist. Also wie gesagt, wenn hier irgendwas rot ist, gerade bei dem Error-Log, schmeiße ich die raus. Bei Attributes, wenn rosa ist, dann gucke ich, ob es jetzt diese Allocation-Counter ist. Wenn der angemeldet ist und das ist eine CG-Festplatte, dann lasse ich die drin. Ansonsten würde ich die eigentlich auch eher tendiere ich dazu, die rauszuschmeißen. Ist übrigens auch ein Diskussionspunkt, das ist normal von mir. Ich will immer Geräte ausgeben, wo ich weiß, die sind so brauchbar wie möglich. Und Gerät, das eventuell nur 100% brauchbar ist, braucht man nicht sonst wohin schicken. Das kommt unter Umständen wieder zurück. So, jetzt müssen wir leider warten. Doch, das ist ein Kopf. Und er wird jetzt gleich die Meldung rausgeben, Festplatte ist okay oder nicht. Ne? Aber in der Regel mache ich den tatsächlich nicht. Ich gucke mir erst hier diese Smart-Daten an. Die Smart-Daten sind übrigens auf der Festplatte. Die würden auf einem anderen Gerät genau das gleiche anzeigen. Die Festplatte kontrolliert sich praktisch selber, wenn diese Option in der Festplatte möglich ist und speichert das an bestimmten Punkten in der Festplatte drin. Und die kann man dann eben auslesen. Ein anderer wichtiger Punkt sind Temperaturen. Ne? Weil installieren ist ja nicht nur einfach installieren, sondern muss auch tatsächlich vorgucken, ist das Gerät dafür jetzt geeignet. Das heißt, wir haben dieses Programm namens P-Sensor, auch schön als Thermometer gekennzeichnet. Da zeigt mir jetzt die Temperaturen an, die der Prozessor oder auch andere Teile des Rechners zurückliefern. Also bei manchen stehen tatsächlich nur Temperatur, Temperatur 2. Das hängt davon ab, wie viele Sensoren der Rechner hat. Wenn der Rechner viel Sensoren hat, wie diese Lenovo-Geräte, da hasse ich die übrigens. Da sieht man, ich weiß nicht, wie sind das 10, 12 Temperatursensoren, auch kein Mensch im Prinzip. Wichtig sind eigentlich immer nur die Prozessortemperaturen, sprich einmal die Temperatur von dem eigentlichen Prozessor, der rechnet, und von dem grafischen Prozessor, die werden dann auch nochmal extra angezeigt. Und Sie hatten gesagt, dass auch die Grafik kann man auf eine Bildschirm kann man nicht installieren. Und wie ist das, der Content ist das nicht mit Grafik zu nehmen? Nee, es geht um Grafikkarten. Um Grafik, ja, man um Grafikkarten. Ja. Muss man, also man müsste zu einem bestimmten Minimum. Eigentlich nicht. Also wenn der Rechner eine ordentliche Grafik macht, dann muss der Content alles laufen. Der meiste Content ist auch tatsächlich in Anführungsstrichen mal
vereinfachtes Wikipedia. Das heißt, da sind auch nicht so viele Grafiken drin, wie jetzt zum Beispiel, wenn man normal Wikipedia nimmt, sondern die Grafiken wurden da teilweise rausgenommen, um Speicherplatz zu sparen. Man möchte möglichst viel Wissen in dieses Xora oder dieses Wikipedia Xora reinbekommen, möglichst viel Wissen und Grafiken nehmen immer mehr Platz weg tatsächlich als Schrift. Also ist das auch nicht sehr grafiklastig. Also das ist die Image-Skript. Ja. Also nur geschrieben eigentlich. Ja. Es sind schon ein paar Bilder dazwischen, aber eben nicht so viel wie beim normalen Wikipedia. Ja. So, und wenn man jetzt noch einen Zweifel hat und sagt, okay, da war irgendwas jetzt nicht in Ordnung, dann kann man tatsächlich noch einmal sagen, ich überprüfe jetzt einmal, indem ich den Prozessor unter Stress setze, der meldet auch kurz nach, was er macht, dass er jetzt mal dem Prozessor ein bisschen Stress gibt. Wird man gleich hier auch sehen, jetzt die Prozessoranzeige, dann nehme ich die Speicheranzeige, dann sieht man, wie viel Speicher der verbraucht. Jetzt sehe ich, der macht jetzt gerade 100% und jetzt misst er parallel die Temperatur. Und jetzt weiß ich bei diesem Gerät, das ist mein liebes, altes, gutes Gerät, der geht tatsächlich gleich gerade über 80 Grad, aber die Temperatur sollte in der Regel nicht über 80 Grad gehen. Bei etwas älteren Geräten, Pentium D, kann man das zulassen, bei AMD-Geräten müsste man das wissen, aber tendenziell ist alles über 80 Grad erstmal ungesund. Also ein modernes Gerät sollte da gar nicht mehr hinkommen. Deswegen ich hier die Grenze auch tatsächlich, wenn ich das starte, auch mit 80 Grad angegeben habe. Ist jetzt aber wichtig, auch die Tendenz zu sehen. Ich weiß, ich quäle den jetzt mal mit 100% Volllast, was eigentlich im Normalbetrieb nie passieren sollte. Aber dafür, genau dafür ist das Programm da. Da kann ich nämlich sehen, wie gut das Kühlsystem arbeitet. Wenn das ordentlich arbeitet, hätte ich hier entweder eine absteigende Tendenz oder er würde irgendwann stehen bleiben bei so 75%. Das breche ich jetzt mal hier ab, wie meinem lieben Prozessor. Ich weiß, das ist ein Prozessor, der ist zugelassen bis 100 Grad. Aber bei normalen Geräten würde ich sagen, 80 Grad ist die Grenze. Man muss wissen, bei der Temperatur in Afrika ist es heißer. Da kann es schon mal tendenziell sein, dass 10, 15 Grad mehr Anzeige gehen, als jetzt hier in Mitteleuropa. Es ist ein Unterschied, ob ich den teste eben bei 20 Grad oder bei 40 Grad. Das heißt, die Außentemperatur ist tatsächlich höher und entsprechend höher wird hier auch angezeigt werden. Da muss man da eben auch vorsichtig sein. Und eine andere Sache ist einfach auch, wenn Luftfeuchtigkeit dazu kommt, in manchen Regionen Afrikas, und man hat hier Wollflusel oder sowas in einem Lüftungssystem, die werden auch noch feucht, dann wird das tatsächlich wie so ein Ventil, das komplett die Lüftung dicht macht. Und die Hersteller von Computerhardware, die wissen eigentlich, für welche Region die eigentlich herstellen, und die Hardware ist auch ein bisschen angepasst. Die haben jetzt teilweise eben hier Rechner für Nordamerika oder für den Block für Nordeuropa oder Asien oder Amerika. Wir sagen mal so 25 Grad Durchschnittstemperatur. Dafür sind die Kühlkörper und alles berechnet worden. Wenn man den jetzt tatsächlich in ein heißes Land schickt, wo es richtig heiß ist, funktioniert nicht. Die Hersteller wissen das. Die müssen Rechner geben, was ich jetzt. Ich sage mal einfach glatt wie Sahara. Dann kriegen die natürlich einen Rechner, der für das Klima geeignet ist. Darum ist das mit der Temperatur wichtig, da einfach drauf zu gucken. Das heißt, bevor ich installiere, checke ich tatsächlich einmal erstmal ab, reicht Speicher, reicht die Festplatte, ist die Festplatte okay, ist die Temperatur okay. Und wenn diese vier Punkte jetzt tatsächlich okay sind, dann gehe ich erst tatsächlich hin und installiere. Das Installieren dauert natürlich mehr Zeit, als da einfach zwei, drei Knöpfe zu drücken und dann zu sagen, so, jetzt habe ich das Ding einfach installiert, aber funktioniert trotzdem nicht, weil es stürzt ab, weil die Temperatur zu hoch geht. An die Contact haben Sie etwas für die Bedienungsanwendung? Vielleicht die Leute noch allgemeine Informationen geben. Wir haben, hinten jetzt an den Tischen nachher mal gucken, es gibt tatsächlich so einen dicken Flyer mit, ich weiß nicht, 10 Seiten oder so, mit den grundlegenden Informationen. Die geben wir eigentlich bei jedem Rechner bei. Nee, ich meinte zum Beispiel, wenn ein Rechner, sagen wir mal, Laptop nach Afrika gebracht und die Leute haben diese Informationen nicht. Es gibt nicht irgendwo in diesem Content, dass wir noch drin sind, dass sie noch lesen, den Hinweis, den sie noch in den Welten weiter benutzen, aber was die achten müssen. Doch, da sieht zum Beispiel direkt auf Desktop ist ein Ordner namens Videos. Ah, okay, Videos. Ja, und in diesen Videos sind auch Lernvideos drin. Die zeigen, wie man die Oberfläche einstellt zum Beispiel, wie man da die Sprache wechselt, wie man das Passwort ändert. Also ein paar Sachen sind einfach auch drin, weil die braucht man natürlich auch. Ne? Und dann gibt es immer noch diesen Schuhe, also das sind quasi 10 Seiten, meine ich jetzt doppelseitig bedruckte Informationen, die man jetzt weiter hat. In den Laptops, sie schon installiert, kann man die Videos sehen. So, das wäre es jetzt ja von meiner Seite. Hat noch jemand Fragen? Ja, das ganze Wissen, was du uns jetzt vermittelt hast, finde ich das auch irgendwie. Also mit den 80 Grad zum Beispiel, so Hinweise. Docs.
gibt's auch. Ah, nee, da muss sogar noch oben draufstehen. Eine Einführung dazu, wie man das. Oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Moment. Auf der Homepage haben wir das. Hier habe ich ein einfaches Doc gemacht, das das Wesentliche hier nochmal beschreibt. Das heißt tatsächlich Read the fucking Manual auf Neudeutsch. Mehr kann man dazu wirklich auch nicht sagen. Das Problem ist tatsächlich, wir haben versucht, das so einfach zu machen. Ja, genau, das so einfach wie möglich zu machen, tatsächlich mit praktisch Mausklicks, mit zwei, drei Mausklicks eine Installation. Das war tatsächlich das Ziel. Was daran hängt, der Rattenschwanz mit der Überprüfung des Rechners zum Beispiel, das sind so Sachen, die sehen so Leute, wie Ralf, sehen da nicht. So, ich komme von der technischen Seite, ich sehe das natürlich. Ne? Das ist das, was ich zuerst überprüfe, bevor ich anfange, großartig Zeit aufzuwenden, gucke ich, ob der Rechner okay ist. Aber das ist tatsächlich in diesem Skript, auch, in diesem Manual auch ein bisschen beschrieben. Das heißt, wenn man tatsächlich sagen möchte, ich möchte es mal probieren, kann man sich tatsächlich einmal das durchlesen. Es ist tatsächlich so, die Option mit einem Druck, mit einem Knopfdruck oder einem Ausdruck das zu machen, die gibt es einfach nicht. Ne? Wir haben es tatsächlich probiert, deswegen auch dieser ganz einfache Installer, das sind zwei Mausklicks, dann hat man das Ding eigentlich schon im Installationsprozess. Aber was damit zusammenhängt, den Rechner zu überprüfen, das ist dann eben nicht mehr ein Mausklick, sondern da muss man eben wissen, okay, ich muss tatsächlich gucken, ist die Festplatte okay, ist der Rechner ausreichend von seiner Ausstattung, das gehört einfach mit dabei. Und die Installationsmedien und auch die Images, kriegt man von der Homepage schon einen Laptop im Ordner? Ja, also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einen Hub oder sowas machen, okay. Ne, dann könnt ihr euch so eine CD besorgen. Das ist jetzt keine Standard-CD, die habe ich mir tatsächlich, habe ich peinlicherweise gemerkt. Macht ihr mal dicht hier? Da kann ich Ralf gleich mal fragen, für die, wofür, ob ich sowas kriege. Ihr kriegt so eine 1 Terabyte CD mit USB-Anschluss und da sind dann die ganzen Images drauf. Die Images sind eigentlich von der Benennung selbst erklärt. Ich glaube, ich eben schon mal gesagt, ja, genau. Hier würde hinten nochmal die Größe stehen oder wie drin steht jetzt die Größe. Mussten wir irgendwann mal ändern. Also die Größe tatsächlich, die mussten kleiner sein als die Festplatte, die verbaut ist. Das ist ja wichtig, das muss man wissen. Da muss man wissen, die Sprache. In einigen Sprachen gibt es auch verschieden große Images. Das heißt, je größer das Image, umso größer auch der Content. Ja, das muss man eben einfach wissen. Ja, und ansonsten ist das im Prinzip schon fast selbsterklärend. Und wenn du dahin kommst, dann kannst du tatsächlich mit diesem einfachen Installer das Ding auch schon installieren, ohne den Rechner überprüft zu haben. Ja. Das heißt, wir wollten es tatsächlich vom Ansatz so einfach wie möglich halten. Die Synaptics ISO, das gibt es bei uns auf der Seite zum Download. Ist auch relativ klein gehalten, das haben wir absichtlich so gemacht. Ich wollte eine kleine Distro, die tatsächlich noch auf eine normale CD passt. Wir haben ganz selten noch Geräte, die können vom USB-Stick nicht booten. Da muss man halt eine CD nehmen. Oder von einer CD. Synaptics ist oben. Ja, das ist ein Verkauf. Ja. Zum Selbstkostenpreis kann man die mitnehmen. Wichtig ist schon mal erledigt. Wichtig ist nur, deswegen habe ich die Versionsnummer hier oben jetzt auch angezeigt immer, dass man die aktuellste Version nimmt. Wir sind bei älteren Versionen unterwegs. Wir haben angefangen vor ungefähr 4 Monaten. Das kann natürlich, wenn man sowas von Grund auf neu erstmal aufbaut, immer wieder Schwierigkeiten, aber im wesentlichen Bereich hier mit den Installationsskripts, da gab es tatsächlich Schwierigkeiten. Der Rest ist eigentlich stabil, aber die Skripts, die laufen auf den älteren Varianten noch nicht rund. Wenn man auf dem Mail hat, die Möglichkeit vielleicht auch auf die Hälfte, die irgendwas aktuelle vielleicht und ja, es ist tatsächlich leider so, ich persönlich würde auf dem Server gerne die Versionsnummer im Namen oder haben. Der Ralf meint, nein, das geht nicht, da kommen die Leute durcheinander. Ich weiß nicht warum, aber da kommen die durcheinander. Das heißt, da steht nur Leptics, man kann es nur am Datum sehen, welche Variante das ist. Und wenn man es dann hochgefahren hat. Bin ich nicht glücklich mit drüber, aber auch ein bisschen drüber diskutieren, aber ich bin nicht der Chef. Es ist bei Programmen und bei Betriebssystemen immer ganz wichtig, welche Variante hat man jetzt gerade. Und wenn irgendwas nicht rund läuft, das Erste, was ich jemandem empfehlen würde, zu sagen, sich das frische Leptics zu holen, das im Netz ist. Man kann das mit der Nummer vergleichen, die man mit dem Datum vergleichen, das auf dem Server ist und mit dem Datum da von der Datei, die man sich da mal überholt hat, auf den eigenen. Dann kann man dann auch sehen, ob es eine neue Variante ist. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin nicht glücklich damit, dass da die Version ist. Erste, aber überstimmt wird man überstimmt. Ja, so, das
das wäre es jetzt eigentlich. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Wahrscheinlich habt ihr klingelnde Ohren. Aber auch eine gute Idee. Ja, ja, genau. Das kann so ein Workshop ja auch letztendlich machen. Aber dass er selber mal verwendet, wenn er es zwei, dreimal gemacht hat, dann denkt er auch, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Auch wenn er es vom 3W mal gesehen hat, dass ich, auch das ist nicht so schwierig, wie es erstmal aussieht. Es hat nur mehr Möglichkeiten im Prinzip. Der Teil mit dem Überprüfen des Laptops, der bleibt eigentlich ganz gleich. Festplatte überprüfen, ist genau Speicher, da ist die Festplatte. Der Wärmehaushalt. Wie gesagt, die Geräte sind schnell kaputt, das braucht man nicht installieren. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Ja, so, der fällt mir tatsächlich jetzt nicht mehr. Falls man ja, auch wenn ein Kunde, muss ich jetzt sagen, wenn das genommen ist, was hat, das heißt, weil es ja auch ganz neu ist. Man, ja, oh, ja, ja, wenn da Probleme sind beim Installieren, dann würde ich mich an Ihrer Stelle erstmal im Rat werden, erstmal auch mal eine Lösung finden. Was man findet, man keine schnelle Lösung. In der Regel funktioniert das, ja, ich habe gerade schon gesagt, immer wieder Probleme mit kaputten Images. Das sind die Dateien, wo das Bild schwierig ist, kein neu schädigt. Da hilft es dann schon einfach zu sagen, okay, ich brauche jetzt eine neue Festplatte. Das heißt, wenn die alte Festplatte einschickt, dann spielen wir dann neu und Sie würden dann eine ganz frische Festplatte. Dann habe ich auch schon gehabt. Die überprüfe ich dann natürlich auch, ob die Festplatte einfach einschädigt. Wenn die Festplatte kaputt ist, kann man von so einer Festplatte eben auch nicht installieren, weil dann sind die Dateien auf der Festplatte auch geschädigt. Haben wir auch schon. Weil die Festplatten, die gehen auf den Transport, manchmal ist dann nur ein einfacher Umschlag drum und die werden dann geworfen und geschmissen und dann kann es sein, dass in der Festplatte selber der Schreiblesekopf auf das Schreibmedium ist, also eine Art Glasplatte draufhaut und dann ist die Hersteller beschädigt und der Kopf ist beschädigt. Sollte eigentlich nicht passieren, die haben eigentlich eine Transportsicherung alle, aber ich sag mal, wenn ich hier so sortiert worden bin bei DHL. Dann ist ja, also ich sehe Chaos, großes Chaos bei DHL. Ja, aber eben auch Beschädigung von Festplatten. Dann hat man eben das Problem, dass man nicht installieren kann, weil die Festplatte kaputt ist. Ansonsten sage ich dann immer erstmal beim Alt melden und ich gebe dann auch immer gerne Feedback und Tipps. Das ist jetzt auch kein großes Problem. Ja? Wir müssen dann immer Standardsachen wissen, wie zum Beispiel, ist die Festplatte kontrolliert, wo die hier drin ist, weil das ist auch ein häufiger Fehler, dass eben versucht wird, auf einer defekten Festplatte zu installieren. Und dann bricht er auch irgendwann ab, weil er versucht, irgendwas zu beschreiben, was nicht mal beschreibbar ist auf der Festplatte. Und dann kann er auch nicht installieren. Dann bricht das ganze System natürlich ab. Ist die Ursache tatsächlich bei dem Gerät selber. Warum ist es auch so wichtig, von vornherein zu sagen, Festplatte kommt zu schnell. Also die wichtigste Prüfung eigentlich, bevor man die bespielt. Ja. Ist wie beim Auto, bevor ich auf mein Auto neue Reifen draufziehe, würde ich doch tatsächlich erstmal gucken, ob es noch fährt. Ja. Das hätte ich gemerkt. Meine Frau, die Freundin ist ein Birgerianer. Ja, auch das ist meine Schwangere. Ich will mal erklären, wie das da funktioniert. Weil irgendwie das, ja, aber für die wäre natürlich genau das Richtige gewesen. Genau. Da gesagt, dann guck mal, das sind Frauen. Das sind Frauen. Ja, auch dann Technikerinnen. Ja. Nicht in so einer Männerdomäne und dann hätte vielleicht die Familie auch gesagt. Irgendwie ja, zugesagt, ja. Also, das finde ich ganz toll. Genau. Also, das ist zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung, das ist so allerdings 8 Seiten, aber trotzdem eine kurze Zusammenfassung, was wir, also weil wir bestehen, also unsere Arbeit. Darf ich da einmal ganz kurz unterbrechen? Ja, auf jeden Fall.